So, das Meeting wird aufgezeichnet. Muss ich noch zustimmen? Zunächst einmal, ich steige ein über die Frage, warum Weimar vom Ende her denken. Also dieser Aspekt, der ja gerade schon in der Einleitung der Hinführung zur Thematik angesprochen wurde, nämlich die Tatsache, dass die frühere Forschung, sowohl die geschichtswissenschaftliche als auch die kulturwissenschaftliche und speziell die literaturwissenschaftliche, kann ich hinzufügen, unter diesem Aspekt vorgelegt wurde, verfasst und vorgelegt wurde. Die erste Deutsche Republik wird oft, auch heute noch, als ein abschreckendes Beispiel zitiert, das die fatalen Auswirkungen von sozialer Deklassierung und Massenarbeitslosigkeit, parteipolitischen Streitigkeiten und nationalistischen Tendenzen zeige. Es ist jedoch zu fragen, ob sich diese historisch für die Entwicklung Deutschlands so wichtige Epoche wirklich adäquat von ihrem Ende her der Machtübertragung auf die Nationalsozialisten im Jahr 1933 verstehen lässt, wie es die ältere und zum Teil noch die jüngere Forschung und vor allem die allgemeine Rezeption nahelegte und nahelegt. Ich denke dabei vor allem an die Serie Babylon Berlin, sie ist ja gerade schon angesprochen worden. Und damit an die beiden wichtigen, meines Erachtens falschen Metaphern, den Totentanz, nämlich die des Totentanzes und des Vulkantanzes. Diese Frage stellt sich auch deshalb, weil Weimar längst zum Symbol einer innovativ und soziologisch breit wirkenden Massen- und Medienkultur beziehungsweise einer folgenreichen Epoche geworden ist, deren kulturelle Standards bis heute normbildend sind. Folgt man dieser Einschätzung von der weiterwirkenden Innovationskraft der Weimarer Kultur, so kann zugleich die einseitige Beschreibung der ersten Deutschen Republik als eine Zeit ohne Eigenschaften, so ja der Titel, der frühere Titel des, oder ist immer noch ein Titel des Soziologen, einer Schrift des Soziologen René König, und noch sehr aktuell als eine Zwischenkriegszeit ohne eigene Konturen vermieden werden. Denn mehr als angebracht scheint inzwischen vielmehr die Frage, ob sich Weimar wirklich vornehmlich als eine Episode zwischen zwei Katastrophen, der Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs und der zweiten, dem NS-Staat, beschreiben lässt. Und ob eine solche Darstellung der Sachlage historisch und kulturgeschichtlich überhaupt gerecht wird. Hat der Zivilisationsbruch von 1933 tatsächlich, so ist zu fragen, das Projekt Weimar in seiner Bedeutung für die deutsche Geschichte und Kulturgeschichte relativiert? Waren solche Erklärungen, die durch den Krisendiskurs der 20er Jahre scheinbar bestätigt wurden, in den Geschichts- und Kulturwissenschaften lange Zeit dominant, so sind heute andere Zugänge zu favorisieren. Gegen die Festlegung der Weimarer Republik auf den Krisenmodus, der zwangsläufig den Niedergang nach sich gezogen hat oder habe, ist ohne die schwierigen politischen und ökonomischen Bedingungen zu ignorieren, ihre kulturelle und zum Teil auch gesellschaftliche Offenheit hervorzuheben. Ist die umstandslose Gleichsetzung von Weimar und Krise zu problematisieren und ihr Erklärungspotenzial zu bestreiten? Zumal ein solcher Ansatz Raum lässt für alternative Sichtweisen auf die 20er Jahre, insbesondere was die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für die Bewertung des Weimarer Jahrzehnts betrifft. Denn, so argumentierte etwa Christopher Clark bereits 2014 in der Süddeutschen Zeitung, Zitat: Die Geschichte der Weimarer Republik wird allgemein erzählt im Hinblick auf die Frage, wie konnte es zum NS-Regime kommen? Das ist ein Fehler. Zitat Ende. Ohnehin besteht die Krisenhaftigkeit der Weimarer Jahre auch nicht, so sehen es neuere Arbeiten, in der steten Wahrnehmung eines Niedergangs, sondern in der Tatsache, dass sie von den Zeitgenossen, Zitat, nach der Novemberrevolution, dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, dem Kriegsende und der Proklamation einer neuen Staatsform als eine absolut offene und deshalb hochgradig krisenhafte Situation erfahren wurde,
zu Völlmar Graf in ihrem Band Die Krise der Weimarer Republik. Dies zumal die Republik zunächst in Verbindung mit politischem Chaos und ökonomischer Inflation zu erfahren war. Es ist kaum zu bestreiten, dass Zeitdiagnosen wie Helmut Plessners Grenzen der Gemeinschaft, eine Kritik des sozialen Radikalismus von 1924 oder Karl Jaspers Studie Die geistige Situation der Zeit aus dem Jahr 1931 die neue Ära als eine Krise, als eine Zeit der Krise werteten, ihnen auch tatsächlich eine Krisenerfahrung zugrunde liegt. Dennoch greift die Rede von Weimar als einer Epoche der Krise, insbesondere mit Blick auf den gesellschaftlichen und kulturellen Wandel, zu kurz. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918 bis 1938 nicht nur in Deutschland, sondern europaweit eine politische Instabilität als Reaktion auf die ökonomische Krise war, die in demokratischen Systemen kaum ausreichend aufgefangen werden konnte, so Tim B. Müller in seiner Studie nach dem Ersten Weltkrieg, Lebensversuche moderner Demokratien, ich glaube von 2015. Überdies wurde der Krisenbegriff vor allem im Umfeld des Tatkreises und der im Verlag Eugen Diederichs erscheinenden Zeitschrift Die Tat benutzt. Die Diagnose einer Krise ist vornehmlich in diesem konservativ-kulturkritischen Umfeld eine Konstante, die sodann mit der Ablehnung der Republik als Staatsform und der Demokratie als gesellschaftlichem Modell einherging. Vom Krisenbewusstsein unter den Vertretern des völkischen Nationalismus gar nicht zu reden. Eine Krise in Staat, Gesellschaft und Kultur zu konstatieren, ist fester Bestandteil eines antidemokratischen Denkens und des Bemühens seiner Protagonisten, die ungeliebte Republik zu überwinden. Gleichwohl entwickelt sich ungeachtet der Anfeindungen, insbesondere von rechtskonservativer und rechtsnationaler Seite oder auch gerade mit Blick auf die Infragestellung einer republikanischen Kultur durch republikfeindliche Kreise, eine in ihrer Offenheit und Innovationsfreude faszinierende Moderne, die wohl auch bis heute nachwirkt, wenn nicht gar noch immer die Basis oder teilweise Basis, die partielle Basis der zeitgenössischen modernen Kultur und des heutigen Kulturverständnisses abgibt. Vor allem für eine kulturgeschichtliche Beschreibung der Weimarer Jahre scheint es also lohnend, diese weniger als eine Epoche der Krise, die Gesellschaft von Weimar primär nicht als eine mit Krisenbewusstsein behaftete, die Republik nicht allein als ein anfälliges Krisengebilde und vor allem die kulturelle Entwicklung primär nicht unter dem Aspekt des Krisendiskurses zu beschreiben. Annäherung an die Weimarer Republik nicht von ihrem Ende her, eine Sicht, die die Perspektive unter das Diktat des Krisenhaften und Scheiterns geradezu zwingt, eröffnen zugleich die Möglichkeit, den vielbenannten, aber nur selten umfassend erklärten Widerspruch zwischen der pessimistischen Vision wie auch dem tatsächlichen politischen Scheitern auf der einen und der kaum bestreitbaren kulturellen Avantgarde-Leistung dieser Epoche auf der anderen Seite in einem anderen Licht zu bewerten. Denn Weimar zeichnet sich durch den Aufbau einer modernen Zivilgesellschaft aus, die zwar mit vielen Schwächen und Fehlern behaftet war, aber gleichwohl eines der Hauptkennzeichen einer modernen Industriegesellschaft aufwies. Und zwar die Herstellung einer demokratischen Öffentlichkeit und die Beteiligung möglichst vieler gesellschaftlicher Gruppen und sozialer Gruppierungen am politischen Meinungsbildungs- und Gestaltungsprozess. Mithin eine öffentliche Kultur, an der nicht nur eine bürgerliche Bildungsschicht, sondern erstmals auch ein Massenpublikum partizipierte. Entsprechend ist der von Detlef J. Peukert
Mitte der 80er Jahre formulierten These von Weimar als einer Chiffre der nicht zuletzt durch den Ersten Weltkrieg verursachten Krisenzeit der klassischen Moderne, so ja sein Titel, kaum mehr uneingeschränkt zuzustimmen. Ein Blick auf die kulturelle Gesamtsituation der 20er Jahre kann diese Bewertung ohnehin relativieren. Führte doch die nach 1918 in Gang gesetzte Demokratisierung der Gesellschaft und vor allem der Kultur dazu, dass nach dem Ersten Weltkrieg ein Emanzipationsschub zu verzeichnen ist, der das Laboratorium Weimar als wirkungsmächtige Phase der Moderne etablierte, selbst wenn diese zeitlich begrenzt war. Daher ist noch einmal zu betonen, eine einseitige Erklärung von Weimar als ein krisengeschütteltes Intermezzo zwischen den Kriegen, als eine Inkubationszeit des Faschismus, wie es Jost Hermann und Trommler in ihrem Band Kultur der Weimarer Republik nannten, eingerahmt von der 1918 gescheiterten Revolution und dem Kriegsende sowie der Weltwirtschaftskrise ab 1929 und der Machtübertragung auf Hitler im Januar 1933, sollte indes vermieden werden. Bringt sie diese Ära doch um ihre politische, Pionier- und vor allem kulturelle Innovationsleistung. Ich möchte das exemplifizieren mit den Hinweisen auf die Kinokultur, das Massenmedium in den 20er Jahren. Hier das Universum-Kino, das berühmte nach den Plänen von Mendelssohn. Der Primus-Palast in der Potsdamer Straße. Das Kino in der Townsendstraße rechts, der Titania-Palast, die Innenaufnahme, sehen Sie hier. In Steglitz steht der Titania-Palast, ich glaube, der steht immer noch. Ich möchte es exemplifizieren mit einem Standbild der Fotomontage aus Walter Ruttmanns Berlin oder Film Berlin, die Sinfonie der Großstadt von 27. Ein Film, der ja ganz maßgeblich Alfred Döblin bei seinem Berlin-Alexanderplatz angeregt hat. Ich möchte es exemplifizieren mit dem Hinweis auf die Drei-Groschen-Oper von 1928. Ja, ein Welterfolg in Deutschland, aber eben auch ein Welterfolg. Ich möchte hinweisen auf die phänomenale Tanzkultur der 20er Jahre hier mit dem Verweis auf Gret Palucka. Hier eine Aufnahme oder Aufnahmen von 28, also mit dem Hinweis auf den modernen Ausdruckstanz. Ich möchte erinnern an die Frauen am Bauhaus und im Bauhaus, hier mit Aufnahmen des Sohnes von Lein Feininger, der Tilux Feininger, der die Mehrheit der Fotografien aus dem Bauhaus, von dem die Mehrheit der Fotografien stammt, und Stefan Konsemüller. Ich nehme diese Fotografie von Konsemüller oft, wenn ich auch auf die Modernität des Stylings oder des Outfits der Frauen aus den 20er Jahren verweisen möchte. Hier die Bauhausfrauen in der Klasse von Marcel Breuer. Oder die in der Klasse bei Hannes Meyer war, in der Malereiklasse war, Hilde Reindl. Dies entspricht der Beobachtung, der zufolge Weimar zu keinem Zeitpunkt, auch am Ende nicht, ohne Zukunftsperspektiven für die Republik war. Für die Jahre nach 1930 ist die Verengung aber keineswegs eine komplette Eliminierung demokratischer Möglichkeiten zu erkennen. Thomas Merkel diagnostizierte bereits 2002 in seiner Arbeit Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik eine grundsätzliche, wie er es nennt, Offenheit der Optionen und ein Mindestmaß an Stabilität in Weimar. Und in der 2018 erschienenen Studie des deutsch-englischen Historikers Robert Gerwardt, die größte aller Revolutionen, November 1918, lautet das Fazit, die Weimarer Republik hätte Bestand haben können. Die Rede von der totgeweihten Republik sei mehr der rückschauenden Perspektive aus dem Jahr 1933 geschuldet als den tatsächlichen Optionen nach verlorenem Krieg und gescheiterter Novemberrevolution. Nicht zuletzt aus dem Ersten Weltkrieg und der gestürzten Monarchie lernend,
habe die Regierung von Weimar fortschrittliche Gesetze verabschiedet, unter anderem das Frauenwahlrecht, die Tarifgesetzgebung, die Einbeziehung der Gewerkschaften, den 8-Stunden-Tag oder die Arbeitslosenversicherung betreffend. Sicherlich war darüber die politische innere Zerrissenheit kaum zu relativieren. Unter anderem auch an ihr ist Weimar gescheitert. Aber schon Heinrich Mann, immerhin ein wichtiger Repräsentant dieser Republik, hielt in seiner rückblickenden Besichtigung dieses Zeitalters von 1946 fest, Zitat, die Deutsche Republik sei besser gewesen als ihr Ruf, ihr Geist besser als die Tatsachen, die ihr ein Ende machten, so Mann in seiner Autobiografie Ein Zeitalter wird besichtigt. Zweifelsfrei bringt der im Übergang von der Monarchie zur Republik vollzogene Umbau der Gesellschaft eine kollektive Verunsicherung mit sich. Ebenso der verlorene Erste Weltkrieg, der diesen Wandel auslöste. Weimar ist fraglos eine Transformationsgesellschaft. Die Veränderungen in der Sozialstruktur in Weimar wird die Basis für einen, Zitat, so Ursula Büttner, modernen Sozialstaat gelegt. Weiterhin die Organisation gesellschaftlichen Lebens in einem Verfassungsstaat, der zudem neue Rollen und Geschlechterbilder bzw. das sich wandelnde Geschlechterverhältnis insgesamt ermöglichte. Eine Arbeitswelt für Frauen entsteht, mit ihr der Typus der weiblichen Angestellten hier in dem, wie ich ja finde, einfach tollen, der tollen Fotografie von August Sander. Er fotografiert eine Sekretärin beim Westdeutschen Rundfunk. Auch ist auf die verstärkte Präsenz von Frauen in der gesellschaftlichen und politischen Öffentlichkeit insgesamt hinzuweisen. Ich werde darauf zurückkommen. Ferner auf die forcierte Urbanisierung und Metropolenbildung mitsamt der Ausbildung einer urbanen Alltagskultur. Und da möchte ich ganz dezidiert betonen, in Berlin, aber nicht nur in Berlin, auch im Ruhrgebiet, auch in Stuttgart, Stuttgarter Tagblatt, beispielsweise in der Architektur, mit Blick auf Dessau, mit Blick auf andere Provinzorte, von denen immer mehr Forschung bereitgestellt wird, die belegen kann, dass auch dort etwas von der Weimarer Kultur angekommen ist. Ich möchte auf den Umbau Potsdamer Platz, das Symbol für die Metropolenbildung und für den Umbau Berlins zur modernen Metropole. Auf die Entstehung neuer Medien muss verwiesen werden, auf den Rundfunk und auf den Tonfilm und damit zugleich auf eine Kultur für die breite Bevölkerung. Die Ausbildung einer Populärkultur ist paradigmatisch für Weimar. Kultur meint nun nicht mehr nur Bildung, sondern auch Unterhaltung, also Stichwort Massenmedium Kino. Und nicht zuletzt die ökonomische Modernisierung infolge der technologischen Entwicklung muss genannt werden, nämlich mit Blick auf die Bereiche Arbeit und Arbeitsorganisation, wie auch die Technisierung des Verkehrs und der Kommunikation ist zu erwähnen. All dies sind nicht nur gesellschaftspolitische, sondern auch mentalitätsgeschichtliche Umwälzungen, die die Gesellschaft der 20er Jahre nachhaltig prägten. Nach Kriegsende und Gründung der Republik kommt es zu einer Erweiterung und Neuorientierung des kulturellen Spektrums und zu einer Dichte und Intensität der kulturellen und ästhetischen Moderne, wie es sie in der wilhelminischen Zeit nicht gegeben hatte. Walter Gropius bringt dies nach dem Krieg zum Ausdruck. Dies ist mehr als nur ein verlorener Krieg. Eine Welt ist zu Ende. Wir müssen für unsere Probleme eine radikale Lösung suchen. Zitat Ende, Gropius. Und dies gilt nicht nur für die erfolgreichste Bau- und Kunstschule Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, wenn nicht sogar weltweit im 20. Jahrhundert. Den Erfindungsort der modernen Architektur, hier mit dem Haus am Horn, das erste Flachdachhaus in Deutschland und in Europa. Und auch einer modernen Lebensweise. Es geht ja nicht nur um moderne Architektur, sondern darin steckt ja auch eine moderne Lebensweise, dessen spezifische Innovationskraft bis heute mit Weimar verbunden ist.
Vielmehr trifft es im gleichen Maße für Theaterkunst und Inszenierungspraxis, für Schauspiel und Tanz, für Malerei und Literatur, für Film und Rundfunk, für Fotografie, Grafik und Buchkunst zu. Ungeachtet ihrer politischen und ökonomischen Misserfolge kann die Weimarer Republik in gesellschaftlicher, wissenschaftlicher, technischer und kultureller Hinsicht also Gewinne verbuchen. Gelingt also die Demokratisierung im Politischen nur unzureichend, so ist neben der kulturellen im Rahmen eines Verfassungsstaats auch die gesellschaftliche Demokratisierung der 20er Jahre durchaus eine Erfolgsgeschichte. Weibliche Emanzipation, die ja nicht die im 19. Jahrhundert mit der bürgerlichen Frauenbewegung hier Zetkin Lange als Repräsentantin ganz eindeutig beginnt. Der Verzicht auf das Korsett als jahrhundertelangem Attribut weiblicher Kleidung wird zum symbolischen Akt der Befreiung. Ich kontrastiere zwei junge Frauen aus den 20er Jahren, vielleicht einfach überdeutlich, aber noch einmal gezeigt. Die Änderung ist eklatant. Das männliche Kaiserreich, kann man sagen, wird abgelöst durch die weibliche Republik. Diese schafft die Rahmenbedingungen für jene weiblichen Pioniere, die die republikanische Kultur von Weimar als demokratischen Raum der Emanzipation und Befreiung nutzen. Und diese dürften im Übrigen weitaus repräsentativer sein für die Epoche als die einer untergegangenen Welt verbundenen konservativen Revolutionäre. Ich möchte es exemplifizieren, natürlich, sie darf nicht fehlen, Marlene Dietrich, mit Asta Nielsen in ihrer eigenen, sie führt in ihrer eigenen Produktion, führt aber auch mit Regie, ist mitbeteiligt an Gades Regie und das ist das Wichtige, sie spielt den Hamlet. Oder noch einmal die Bauhauskünstlerinnen hier in der die Webereiklasse unter der Leitung ja von Gunther Stölzel. Blickt man auf diese Veränderungen Frauen betreffend, so ist vielfach eine emanzipatorische Aufbruchstimmung, mitunter gar eine Berauschtheit am zivilisatorisch-demokratischen Umbau festzustellen, die das Tempo und die Ausrichtung des gesamtkulturellen Lebens bestimmte. Zu erwähnen ist natürlich weiterhin die Entstehung der Jugend als eigener Generation mit spezifischen Vorstellungen und Lebensweisen. Die Neustrukturierung, eben genannt, soll noch einmal wiederholt werden, die Neustrukturierung einer Arbeitsgesellschaft unter dem Vorzeichen von Arbeitsrecht, das in seiner Bedeutung für die Entwicklung des modernen deutschen Arbeitsrechts von großer Bedeutung ist. Ferner ist an das neue Verständnis von Freizeit und Mobilität erinnern. Ich möchte das tun mit dem Hinweis oder über den Hinweis auf diesen tollen Film Menschen am Sonntag von Robert Sjotmak. Am Drehbuch ist Billy Wilder, damals noch mit IE, weil er ja auch noch als Österreicher wirkte. Und auch auf die Etablierung eines Vereinswesens im kommunistischen Milieu unter den Aspekten der Gemeinschaftserfahrung und Zukunftsgewissheit darf nicht unerwähnt bleiben. Die Jahre sind die Blütezeit linksproletarischer Vereinsmeierei, einer Lebenswelt im spezifischen Vereinszusammenhang also, die dann mit dem Jahr 1933 für immer zerstört wurde. Hier noch einmal Menschen am Sonntag. Freizeitgestaltung, das Freizeit eine Erfindung der 20er Jahre. Und hier das Letztgesagte möchte ich exemplifizieren mit dem Hinweis auf den Film Coole Wampe von Zlatan Dudo. Bertolt Brecht hat da mitgearbeitet und die Sportszenen am Müggelsee, hier ein Ausschnitt, ein Standbild, bilden also oder nehmen einen ganz großen Teil des Films ein. Neben dem Thema Arbeitslosigkeit und auch Selbstmord und auf der Suche nach Arbeit ist das der zweite Strang des Films. Überdies steht Weimar für die Ausbildung einer Massenkultur jenseits der bürgerlichen Elitekunst, für die Öffnung der starren gesellschaftlichen Grenzen zwischen Mittel- und Unterschicht, für einen Urbanismus, da sei noch einmal auf Ruttmanns Film verwiesen, Sinfonie der Großstadt, einen
Urbanismus, der erstmals die positive Wahrnehmung der Städte zulässt und ein neues urbanes Lebensgefühl ermöglichte, toll eingefangen in dem eben erwähnten Film Menschen am Sonntag. All diese Prozesse sind Indikatoren einer kulturellen Demokratisierung, die zu der Annahme berechtigen, dass es in den 20er Jahren durchaus erfolgreiche Demokratisierungen gab, und zwar langlebige. Haben sie doch nach 1945 wesentlich zur gelingenden Demokratisierung Deutschlands beigetragen. Auch Politiker aus Weimar engagierten sich bekanntlich noch in der BRD, Adenauer, Heuss oder Schumacher seien genannt. War man früher überzeugt, die Republik von Weimar sei nicht so sehr an ihren politischen Extremen, als vielmehr daran gescheitert, dass die überwiegende Zahl ihrer Bürger, diese auszubalancieren, unfähig war, so Bernhard Weyergraf in der Sozialgeschichte der deutschen Literatur, so wird in der jüngeren geschichtswissenschaftlichen Forschung hervorgehoben, dass die Zahl der Vernunftrepublikaner seit Mitte der 20er Jahre doch wuchs und weiterhin die Verfassungsloyalität unter der deutschen Bevölkerung zunahm. Vornehmlich natürlich in der Stabilisierungsphase. Zumal der republikanische Alltag mehr und mehr durch die, Zitat, Suche nach Normalität geprägt war, so ein Titel von Braune Dreier, Republikanischer Alltag, die Weimarer Demokratie und die Suche nach Normalität. Auch wurden jüngst Zweifel geäußert, ob die Weimarer Demokratie sich tatsächlich den Republikfeinden von rechts kampflos ausgeliefert habe. Wiederholt wird die NSDAP verboten, mitsamt ihrer Hilfsorganisationen der SA und SS. Bereits 1923 registriert ein Urteil des Leipziger Staatsgerichtshofs, Zitat, die Partei arbeitet augenscheinlich auf die Errichtung einer nationalen Diktatur hin. Auch in Bezug auf Hitler selbst verhielt sich die Republik als ein Rechtsstaat. Mehrfach verhängte sie gegen ihn und seine Parteigenossen zeitlich begrenzte Rede- und Auftrittsverbote. Die Fakten sind zusammengetragen in Kellerhoffs Die NSDAP, eine Partei und ihre Mitglieder, Stuttgart 2017. Auch ergab sich aus den Wahlen vom 5. März 1933 keineswegs eine Option für eine Alleinherrschaft der NSDAP. Und das, obwohl die Wahl keine demokratische mehr war. Seit dem Februar 1933 galt bereits die Verhängung des Ausnahmezustands. In der Folge wird die sozialdemokratische Presse verboten, ebenso die KPD. Viele ihrer führenden Politiker werden nach der Machtübertragung auf Hitler am 30. Januar bekanntlich in Schutzhaft genommen oder in die Illegalität oder ins Exil getrieben. Der Vorstand ist bereits nach Prag emigriert. Die Partei führt ihren Wahlkampf weitgehend aus dem Untergrund. Tatsächlich ist die Kultur von Weimar etwa ohne die Demokratisierung der Gesellschaft kaum zu verstehen. Auf jeden Fall handelt es sich um eine Demokratie auf Probe, wie Lein Feuchtwanger schreibt, nicht zuletzt, weil es eine, Zitat, Zeit des Übergangs gewesen sei, so Feuchtwanger rückblickend im Exil. Oder weil Weimar wohl eine Demokratie ohne Gebrauchsanweisung war, wie Alfred Döblin Anfang der 20er Jahre formulierte. Dennoch wurden gerade die Kultur und Literatur der Jahre zwischen 1918 und 1933 von einer linksbürgerlichen Intelligenz getragen und gestaltet, nicht zuletzt, indem sie mit Vorsatz gegen die Kontinuitäten zwischen Kaiserreich und Republik in Politik, Militär und Justiz anschrieb. Und zwar auch, weil es ihr Staat war. Folgt man solchen Beobachtungen, so gibt es im Übrigen gute Gründe, auch die Kultur zwischen 18 und 33 an die Staatsform dieses Jahrzehnts, eben an die erste Deutsche Republik zu binden, also von der Literatur bzw. Kultur der Weimarer Republik zu sprechen, anders als Expressionismus, Dadaismus und so weiter. Dem Historiker Eberhard Kolb zufolge hat man mit Blick auf die wenig ausgeprägte und entwickelte staatliche Kulturpolitik von einer Kultur in der Republik statt von einer Kultur der Republik zu sprechen. Das ist sicher richtig,
Gleichwohl ist die Aufwertung, die zum Beispiel die Literatur nach 1920 erfährt, ohne die neue Staatsform nicht denkbar. In ihr erfahren die Intellektuellen jene Aufmerksamkeit, die sich noch die expressionistische Generation, und zwar nicht zuletzt mittels eines Krieges, sehnlichst gewünscht hatte. Ausdruck dafür ist etwa die Einrichtung einer Sektion für Dichtkunst in der Preußischen Akademie der Künste im Jahr 1926. Zitat, sie, die Republik also, hat die Literatur amtlich anerkannt und hat sie geehrt. Jede vorige Literatur war dem Staate fremd gewesen, die unseren nicht, hält Heinrich Mann rückblickend fest. Mit Blick auf die angesprochene Verbindung von Republik und Literatur liegt es nahe, eine andere gängige These zur Weimarer Kultur zu diskutieren oder auch zu hinterfragen. Und zwar die von Peter Gay in den 80er Jahren vorgeschlagene Beschreibung Weimars als eine Republik der Außenseiter in einer mehrheitlich republikfeindlichen Gesellschaft. Diese Einschätzung Gays ist aber eine der Jahre des Exils oder eher dem Blick auf das Jahr 1933 verpflichtet. Verständlicherweise so formuliert aus der Sicht des in jenem Jahr mit seinen Eltern als Peter Fröhlich aus Berlin geflohenen späteren Historikers, neueren Forschungserkenntnissen aber kaum angemessen. Gays zentrale These, Zitat, die Kultur der Weimarer Republik sei eine Schöpfung von Außenseitern, die von der Geschichte für einen kurzen, schwindelerregenden, zerbrechlichen Augenblick in den Mittelpunkt gerückt worden waren, ist zu revidieren. Und zwar auch, wenn man bedenkt, dass die deutsche Übersetzung des englischen Titels Weimar Culture, The Outsider as Insider, mit die Republik der Außenseiter nicht ganz präzise sein dürfte. Trifft doch eher das Gegenteil zu. Die Künstler, Schriftsteller, Regisseure, Schauspieler, Architekten, Kritiker, Komponisten und Musiker, sie stellen in Weimar gerade nicht die Außenseiter, sondern vielmehr seine Repräsentanten dar. Sie sind die Kultur von Weimar. Der intellektuelle Exodus, der 1933 einsetzt, ist doch gerade der erschreckende Beleg für die große Unterstützung der Republik unter linksbürgerlichen Intellektuellen. Kaum einer von ihnen findet sich nicht auf den Verbrennungslisten der Nazis. Ohnehin dürfte mit Blick auf die Vielfalt der kulturellen Szene, die hohe Zahl von Zeitungen, Theaterhäusern, Opernbühnen, Kinos, Kabaretts etc. die Rede vom Außenseitertum kaum zutreffen. Theater, Verlagswesen und Journalismus befinden sich in den 20er Jahren keineswegs in den Händen von Randfiguren. Die auf Helmut Blessner in seiner Schrift Die Legende von den 20er Jahren zurückgehende Formulierung der Roaring Twenties benennt die einzigartige Produktivität, wie er es genannt hat, im Weimarer Jahrzehnt, die er, Plessner, anders übrigens als Gays Beschreibung, denn auch mit einem künstlerischen und ästhetischen Stau in der Vorkriegszeit begründete. Zu Recht, denn jener von der expressionistischen Generation um 1914 empfundenen Langeweile und Stagnation, die paradigmatisch war für die Stimmung und Gefühlslage vieler Intellektueller und Kulturschaffender der Vorkriegszeit, wurde dann letztlich doch nicht durch die ästhetische Innovation oder kulturelles Experiment abgeholfen, sondern durch den Glauben an die reinigende und erlösende Kraft eines Krieges. Heim und auch die älteren Vertreter der sogenannten Ideen von 1914 fieberten dem Krieg als Erlösungsvariante entgegen. Er war hier Garant eines nationalen Selbstverständnisses, ja unabdingbarer Bestandteil eines rechtskonservativen Denkens, das abgesehen davon, dass er als individuelle und nationale Katharsis gewertet wurde, etwa von Thomas Mann in seinen Gedanken im Kriege, wo es heißt, Krieg, es war Reinigung, Befreiung, das, was wir empfanden und eine ungeheure Hoffnung. Sicherlich, Florian Illis konnte in seiner Studie 1913, der Sommer des Jahrhunderts, zeigen, dass das Jahr vor Kriegsbeginn den Keim sämtlicher Möglichkeiten bereithielt. So eine Formulierung Kasimir Malevich mit Blick
auf sein 1913 entstandenes Schwarzes Quadrat. Ein Hauptwerk des Suprematismus und eine Ikone der Moderne. Möglichkeiten, die dann jedoch durch den Ausbruch des Krieges im Jahr 1914 zerstört wurden, in den Schützengräben quasi zerborsten sind. Auch insofern stellt dieser Krieg zweifelsohne eine Zäsur dar. Aber mit Blick auf sein Ende, auf das Scheitern der Deutschen und des schlafwandlerischen Europas insgesamt, um die Lesart von Christopher Clark aufzugreifen, wirkte die Desillusionierung jenes Vertrauens in die reinigende Kraft einer kriegerischen Lösung der kaiserzeitlichen Starre und Langeweile dann, zwar nicht ausschließlich, aber doch merkbar katalysatorisch in Richtung einer offeneren und moderneren Gesellschaft. So liegt etwa eine positive Folge in Anführungszeichen des Krieges in der Zerstörung der alten Strukturen des Reichs, im Abstreifen von Traditionsballast also. Nicht zuletzt infolge der Kriegserfahrung und eines damit einhergehenden Bewusstseinswandels konnten politische, gesellschaftliche und kulturelle Grundsätze reüssieren, die noch heute zum Kernbestand demokratischen Denkens gehören. Ein ganzes Kompendium von Überzeugungen, Ideen und Anschauungen wurde zugleich relativiert, wenn nicht gar bedeutungslos. Er lebte jedenfalls, Zitat, im Ersten Weltkrieg seine bis dahin schwerste Belastungsprobe und ging deutlich transformiert bzw. deformiert aus diesem Konflikt hervor, Zitat Ende, so die Bilanz des Historikers und Philosophen Aribert Reimann in seinem Aufsatz Der Erste Weltkrieg, Urkatastrophe oder Katalysator. Vielleicht hatte das damit zu tun, dass der Weimarer Staat zwar eine improvisierte Demokratie, so der Politikwissenschaftler Theodor Eschenburg 1954, und eine, es ist eher schon genannt worden, überforderte Republik, wie Büttner schrieb, war, doch keineswegs eine Republik ohne Republikaner, wie eine stehende Wendung schon der Zeitgenossen lautete. Vielmehr gab es, so Heinrich Mann noch in seiner bereits erwähnten, kurz vor seinem Tod erschienenen Autobiografie Ein Zeitalter wird besichtigt, Republikaner ohne Republik, Zitat Mann. Skeptiker wollten wissen, dies sei eine Republik ohne Republikaner. Gerade umgekehrt. Ich habe Republikaner gekannt, nur keine Republik. Auch Kurt Tucholskys provozierende Fragen von 22 geben Auskunft über die ambivalente Haltung seiner Zeitgenossen. Was tut eigentlich die Republik für die Republik, fragt er. Sie wird täglich und stündlich beschimpft und bespien, verhöhnt und missachtet. Und an anderer Stelle fragt er, warum quälen wir uns eigentlich mit dieser Republik herum? Immer und immer wieder raffen wir uns auf. Immer und immer wieder haben wir geraten und zu helfen versucht. Immer wieder. Im Interesse der Sache und im Interesse der Republik haben wir geschwiegen und da nichts gesagt, wo wir vielleicht hätten schaden können. Immer und immer wieder haben wir Stange gehalten. Wofür eigentlich, fragt er, schon 22. Aber er schreibt ja weiter für diese Republik. Diese Frage möchte ich abschließend aufwerfen, und zwar aus folgender Überlegung heraus. Solche Urteile sind meines Erachtens mitnichten gegen die Republik oder gar gegen das demokratische System gerichtet, lassen sich kaum als antidemokratische, republikfeindliche Systemkritik deuten. Vielmehr handelt es sich um eine Form demokratischer Selbstkritik jener Jahre, die keineswegs als Kritik an der Demokratie missverstanden werden darf. Die freischwebende Intelligenz der 20er Jahre diagnostiziert konsequent die Defizite und Schwächen dieser Republik, benennt vor allem Tucholsky und Ossietzky, aber auch viele andere, die rechtslastige Justiz. Und das ungeachtet zahlreicher, hochmotivierter Politiker, zum Teil schwache politisch, mental dem Kaiserreich verhaftete Personal. Ferner die zu einem nicht geringen Teil gegen die Republik arbeitende politische und ökonomische Elite, und nicht zuletzt die, wenn auch wenigen, Verfassungsfehler, vor allem die fehlende Sperrminorität. Gleichwohl ist ihre grundsätzlich positive Haltung der Republik als Staatsform und gesellschaftlichem System gegenüber kaum zu überschätzen.
Aus ihr resultiert immerhin das Spezifische der Weimarer Kultur. Und das verdankt sich eben nicht einem antidemokratischen Denken und noch nicht einmal einem Vernunftrepublikanismus, ganz im Gegenteil. Die Dominanz der Idee einer republikanischen Kultur für die Masse, die Hartnäckigkeit, mit der über Jahre hinweg diese zentrale Idee einer Gebrauchskunst für ein breites Publikum in Weimar vertreten wird, schränkt den Einfluss der Vernunftrepublikaner und eines Vernunftrepublikanismus, wie ihn zum Beispiel Thomas Mann verkörperte, zumindest im kulturellen Feld doch erheblich ein. Wirkte diese Einstellung im politischen und auch im juristischen Bereich nachhaltig, so bleibt sie in der kulturellen Öffentlichkeit ohne große Resonanz. Die Überzeugung von der Notwendigkeit einer demokratischen Kultur für die Masse und der republikanischen Ausrichtung von Kunst war mehr als nur die Konsequenz eines rationalen Abwägens. Vielmehr war sie in den 20er Jahren Voraussetzung und Basis der kulturellen Experimentierfreude und ästhetischen Innovation. Und das führt mich zum letzten Punkt und zum letzten Gedanken. Außerdem liefert sie nämlich eine Erklärung für jene kaum zu leugnenden Diskrepanzen zwischen politischer bzw. gesellschaftspolitischer auf der einen und kultureller Entwicklung auf der anderen Seite. Ist der Typus des zwischen Monarchie und Republik zu verortenden, emotional dem Kaiserreich verbundenen, rational aber von der Notwendigkeit einer parlamentarischen Staatsform überzeugten Vernunftrepublikaners unter Politikern, Stichwort Gustav Stresemann, zahlreich zu finden, so nutzen Intellektuelle und Künstler hingegen, Kulturschaffende insgesamt, mehrheitlich die Demokratisierung als Chance. Und zwar für eine neue Form von Kunst, Kultur und Künstlertum. Sie sind also mehr als nur Republikaner aus Vernunftgründen, sondern auch aus Einsicht und Überzeugung. Hinter der kulturellen Innovation und Stärke der Weimarer Kultur stehen mehrheitlich Intellektuelle, die die Republik nicht einfach nur, wie im politischen Bereich vielfach festzustellen, als das kleinere Übel akzeptieren, sondern die überzeugte Demokraten sind. Was allerdings auch daran liegen könnte, dass viele Politiker von Weimar kaum Erfahrung mit einer politischen Arbeit in einer republikanischen Staatsform hatten, ist klar. Künstler und Kulturschaffende hingegen seit Jahrzehnten eine gesellschaftliche und kulturelle Moderne reflektierten, die zumindest Auswege aus dem engen monarchischen und bürgerlichen Kulturbetrieb und Denken zugelassen hatte. Darüber hinaus ist auf den Zusammenhang von Pluralität und Vielfalt der Kultur und der in der Verfassung der Weimarer Republik vorgesehenen Liberalität und Toleranz gegenüber den Künsten aufmerksam zu machen. Allein im Bereich des Rundfunks griff die kulturpolitische Kontrollfunktion des Staates. Mit Blick auf die Theater hingegen weniger, obwohl diese nach 1920 überwiegend in kommunaler Regie organisiert waren. Doch genau diese Situation eröffnete die Möglichkeit der kulturellen und politischen Partizipation. Grundlage dürfte mehr als nur eine vernunftorientierte Anerkennung der Republik gewesen sein. Und daher ist wohl gerade auch mit Blick auf die Verfassung der für die 20er Jahre viel benannte Widerspruch zwischen politischen und künstlerischen Verhältnissen zu verstehen. Neben ihrem Grundfehler, der zu starken Stellung des Reichspräsidenten, was über Jahre von 30 bis 33 hinweg bekanntlich eine Regierung mit Hilfe von Notverordnungen nach Artikel 48 möglich machte, weist sie nämlich einen eklatanten Mangel hinsichtlich der fehlenden Sperrklausel auf, was für eine kaum zu überschätzende politische Instabilität sorgte. Ich will sagen, im Politischen erweist sich der Pluralismus als Problem. Letztlich scheitert Weimar auch an der Diversifizierung des politischen Spektrums. Demgegenüber stehen jene Paragraphen und Artikel, die in der Weimarer Reichsverfassung die Freiheit der Künste garantieren. Und insofern ergibt sich im Kulturellen ein anderes Bild. Der kulturelle Pluralismus
in einem demokratischen Umfeld löst den entscheidenden Modernisierungsschub aus und garantiert die ästhetische Innovationskraft dieser Epoche, von der ich überzeugt bin, wir noch heute profitieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz